sagen, ich wünsche Ihnen ein gutes, ein erfolgreiches, ein glückliches und natürlich auch ein gesundes Jahr 2017. Wir haben ein sehr spannendes Fest, weil wir uns heute hier in Berlin treffen, will ich das nochmal in Erinnerung rufen. Dieses Jahr haben wir als Partei sehr erfolgreich beendet mit einem sehr schönen Ergebnis hier in Berlin und einer erfolgreichen Regierungsbildung. Und allen Berlinerinnen und Berlinern, die heute Abend hier sind, auch euch nochmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die nächsten Jahre in dieser schwierigen Arbeit. Liebe Genossinnen und Genossen, das Wahlkampfjahr 2017 hat begonnen und wer das noch nicht so in seinem Kalender stehen hatte, wer die Zeitungen liest und merkt, dass die politischen Debatten sich zuspitzen, der hat jetzt spätestens gemerkt, dass ein Wahlkampf vor uns steht. Und es wird ein spannendes Jahr, es wird aber auch für uns als Partei ein sehr anstrengendes Jahr. Und wir haben uns eine ganze Menge vorgenommen. Wir wollen nicht nur ein gutes Ergebnis für die Partei, ein zweistelliges Ergebnis im September erreichen, sondern wir wollen natürlich auch mit diesem Ergebnis dazu beitragen, dass dieses Land gerechter wird, dass es demokratischer wird und dass es friedlicher wird. Und wir werden im nächsten Jahr, in diesem Jahr, auch das tun, was wir in den letzten Monaten und Jahren auch immer wieder und sehr beständig getan haben. Und nicht nur einige von uns getan haben, sondern alle von uns in der Partei getan haben. Nämlich wir werden, abgesehen von der politischen Auseinandersetzung mit den demokratischen Parteien, auch sehr deutlich Haltung zeigen und uns Rassismus, Chauvinismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenstellen. Das haben wir gemeinsam in der Vergangenheit gemacht und das werden wir alle auch in Zukunft tun, da bin ich absolut sicher. Und deswegen braucht da auch niemand Zweifel haben und ich habe sie nicht. Und es gehört zu unserem Selbstverständnis. Und deswegen heißen wir auch so, hier ist die Linke, wir sind links. Und wir kämpfen gegen die Rechte und gegen den Rechtspopulismus. Und das gilt für jedes Mitglied. Und wir alle tun das jeden Tag bei der Spitze, angefangen mit allen Kandidatinnen und Kandidaten in den nächsten Monaten und Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern. Das sehr schöne Aufgaben übernommen oder übertragen bekommen, wie immer ihr das sehen wollt. Ich soll den Wahlkampf für die gesamte Partei organisieren. Und ich habe die Freude, die Spitzenkandidatinnen und die Parteivorsitzenden, unser Spitzenteam zu unterstützen. Und meine Bitte ist an euch und an uns alle, dass ihr mir das nicht alleine überlasst, sondern dass wir immer daran denken, dass wir gemeinsam nur gewinnen können in diesem Wahlkampf und wir sind alle aufgefordert, diese Gemeinsamkeit jeden Tag auch deutlich zu machen, nach innen, um die Mitgliedschaft zu mobilisieren und zu motivieren und auch nach außen gemeinsam in diesen schwierigen Wahlkampf zu gehen. Das ist wichtig, nicht nur für diejenigen, die an der Spitze in diesem Wahlkampf unterwegs sind, sondern für jeden Einzelnen, der in diesem Wahlkampf für uns unterwegs ist. Das ist meine Bitte an euch. Ich sage euch im September, ob ich den Eindruck habe, dass ihr der Mitte nachgekommen seid, aber ich bin ja immer Optimist, deswegen bin ich an dieser Stelle auch Optimist. Man hat den Eindruck, dass Angst und Hoffnungslosigkeit in unheilvolle Allianzen eingegangen sind und sowohl von der Regierung wie von den Rechten noch mächtig befeuert werden. Wir sind überzeugt, sowohl ein neoliberales Weiter-so, ein Durchwurschteln und Verwalten der Probleme, als auch eine Rechtsverschiebung, vielleicht in Form eines nationalen, autoritären Neoliberalismus, muss verhindert werden. Deshalb setzen wir auf eine wirkliche Alternative. Und ich streite hier für neue linke Mehrheiten, weil dieses Land wirklich einen grundlegenden Kurswechsel braucht, damit auch wieder in Europa ein Neustart gelingen kann. Wer unsere Praxis kennt, weiß, wir kämpfen wirklich für
Wir wissen aber auch, es braucht wirklich mehr als kosmetische Korrekturen. Was es braucht, ist ein grundlegender Bruch mit dem Bestehenden und das in Verbindung mit einem Aufbruch für eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und zu diesem Bruch mit dem Bestehenden gehört, dass Schluss sein muss mit der Dominanz des Profitdenkens, dass Schluss sein muss mit der Logik des Militärischen und dass Schluss sein muss mit einer Politik der sozialen Verunsicherung und Verarmung. Und mit diesem Aufbruch in eine Zukunft, für die sich zu kämpfen lohnt, gehört für uns, dass wir für eine Gesellschaft kämpfen, in der das Öffentliche wirklich gestärkt wird. In der die Mitte überall in der Rente, in der Steuer, im Gesundheitsbereich deutlich gestärkt wird und verbessert wird. In der alle Menschen frei von Armut sind. Also man kann sagen, wenn man unsere Vorschläge zusammenfasst, keiner wird unter 1050 Euro im Monat fallen. Und wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der alle frei von Angst anders sein können. Und um das durchzusetzen, sind wir bereit, uns mit Konzernen anzulegen, mit der Rüstungslobby und mit den Superreichen. Und das unterscheidet uns von allen anderen Parteien. Wir sind bereit, sie zur Kasse zu bitten, und das haben sie auch verdient. Und bei dem, was wir vor uns haben, werden wir dem Zeitgeist die Stirn bieten müssen. Das ist nicht immer angenehm. Aber ich denke, wir knüpfen da erstens an einer guten linken Tradition und wir haben damit auch viel Erfahrung. Erinnert ihr euch nach dem Ende des Staatssozialismus, wo viele meinten, der Kapitalismus sei das Ende der Gesellschaft, haben wir immer wieder gesagt, nein, bei aller Kritik am real existierenden Sozialismus, wir streiten weiter für eine grundlegende Systemalternative. Als vor 10 Jahren die Linke neu gegründet wurde, da war der Zeitgeist trunken von neoliberaler Ideologie, Privatisierung galt als ein Heilmittel. Und wir haben diesen Zeitgeist die Stirn geboten und das mit Erfolg. Heute nun ist der Zeitgeist stark durch rechtspopulistische Deutungsmuster beeinflusst und wieder ist es unsere aktuelle und historische Aufgabe, dem Zeitgeist die Stirn zu bieten und ich bin mir sicher, das werden wir gut machen. In einem Land, in dem ein Drittel der Bevölkerung Löhne bekommt, von denen sie nicht leben können und nicht mal eine armutsfeste Rente ansparen können, da haben wir doch ein soziales Problem. Und in einem Land, in dem 2,5 Millionen Kinder arm sind, da haben wir doch ein soziales Problem. Und wir müssen doch sagen, dieses soziale Problem haben die Parteien verursacht, die seit 25 Jahren diese Politik gemacht haben. Und mit dieser Politik muss endgültig Schluss gemacht werden. Und das sollten wir diesen Wahlgang geben. Und natürlich werden wir morgen einen tollen Vorschlag für ein Wahlprogramm vorstellen, wo wir klare Alternativen formulieren. Ein bisschen was ist ja durchgedrungen. Zum Beispiel, dass wir bei der Rente 1050 Euro wollen als armutsfeste Rente. Eigentlich doch eine Selbstverständlichkeit in einem reichen Land. Aber was neu ist, wir wollen auch die Renten bei denen anheben, die schon die ganze Zeit niedrige Löhne bekommen. Und bei unserem Rentenkonzept bekommt eben eine Verkäuferin, die 1900 Euro brutto hat, 70 Euro mehr Rente, als es jetzt der Fall ist. Und ich glaube, das kann sich doch sehen lassen, wenn wir das durchsetzen. Und wir haben ein tolles Steuerkonzept. Wir wollen die unteren und die mittleren Einkommen deutlich entlasten. Bei unserem Konzept bekommt jemand, der 1700 Euro brutto hat, 130 Euro mehr raus auf seinen Lohnzettel. Und derjenige, der 3.400 Euro brutto hat, bekommt 215 Euro mehr raus. Ich finde, da werden wirklich untere und mittlere belastet und nicht wie bei Schäuble mit lächerlichen 10 Euro Beträgen. Aber wer die unteren und die mittleren entlasten will, der muss sich auch mit den Reichen und Vermögenden anlegen. Deswegen müssen wir reiche Multimillionäre und Milliardäre deutlich mehr besteuern. Sie müssen endlich ordentlich Steuern bezahlen.
wir 60, 70 oder 75 Prozent für die Millionäre erheben, der schadet uns nicht. Ich finde ja, dass Gregor, ist er eigentlich da, ein wirklich guter Anwalt ist. Aber diejenigen, die die 2 Millionen verdienen, brauchen keinen weiteren Anwalt. Die können wir ruhig auf den Weg schreiben. Also ich finde, wer mehr als 1 Million verdient, kann auch 75% Steuern in diesem Land bezahlen. Und alle, die darauf verzichten, Reiche und Vermögende zu besteuern, die lügen die Leute an, weil die werden keine sozialen Reformen machen. Und deswegen, wenn jemand zugetraut wird, den Reichen und Vermögenden in die Tasche zu greifen, dann ist es doch uns, die Linke. Und dieses Vertrauen der Menschen sollten wir bitte schön nicht enttäuschen. Also ich finde, die sozialen Fragen liegen geradezu auf der Straße. Lasst uns das Jahr 2017 zu dem Jahr der sozialen Auseinandersetzung machen. Lasst uns deutlich machen, dass die Linke für die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Lande sprechen will, dass wir die Interessen der Armen, der Prekären, aber auch der 43 Millionen Lohnabhängigen vertreten. Wir wissen doch, dass es unverschämt ist, dass in diesem Land eine Altenpflegerin oder Sozialarbeiterin viel zu wenig verdient. Soziale Arbeit ist doch viel zu schlecht bezahlt.